im Stehen anzukommen. Deine Füße hüftweit auseinander und lass dein Steißbein so ein Stück nach unten hinten sinken. Je größer dein Bauch wird, umso mehr wirst du merken, dass dein Bauch dich immer weiter nach vorne zieht und dein Rücken so sanft ins Hohlkreuz rutscht, was oft Rückenschmerzen verursacht. Zieh dein Steißbein bewusst nach unten hinten, gib dein Becken nach vorne hin an, holst du deinen Bauch automatisch zurück ins Becken. Roll deine Schultern ein Stück zurück, lass dein Herz schön weit und nimm dir einfach einen Moment Zeit, hier im Stehen anzukommen. Und dann schau mal, wie du jetzt auf deinen Füßen stehst, dein ganzes Gewicht wirklich im Zentrum deines Fußes verlagert und jetzt gerne mal so ein Stück nach vorne wippen oder zurück. Lass dein Gewicht mehr auf deinen Zehenspitzen oder mehr auf deinen Fersen. Und schau mal, ob du das Zentrum deines Fußes finden kannst, wo dein ganzes Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Aus dieser Position verlagere dein Gewicht zu deinem linken Fuß und verwurzle mit deinem linken Fuß fest im Boden. Bring deine rechte Fußsohle an die Innenseite vom Oberschenkel. Wenn das zu intensiv für dich ist, dann bring deine Fußsohle zur Wade oder stell deinen Fuß auch einfach am Boden und am Knöchel ab. Schließ deine Hände vom Herzen. Richte deinen Blick zu einem Punkt in Augenhöhe aus und nimm dir einen Moment Zeit, hier anzukommen. Die Übung schult dein Gleichgewichtssinn. Und wenn du spürst, dass du vielleicht noch so ein bisschen, sich so ein bisschen wackelt, dann stell dir vor, wie du deine Sitzbeinknochen bewusst aufeinander zuschiebst und deinen Beckenboden so ein bisschen anspannst und spür, wie du hier wirklich Kraft aus deiner inneren Mitte bekommst und dich auch nach oben hin noch mehr aufrichten kannst. Und wenn du da angekommen bist und dich wohlfühlst, dann streck deine Arme für einen Moment in Richtung Himmel aus. Wie all die Muskeln in deinem linken Fuß arbeiten. Ich will der Aufrichtung unterstützen. Entspanne dein Gesicht und deinen Kiefer. Folge deinem Atem mit deiner Aufmerksamkeit. Und werde innerlich immer ruhiger. Und langsam bring deine Hände zurück zum Herzen. Zieh dein rechtes Knie so ein Stück seitlich zu dir ran. Spür, wie dein unterer Rücken lang wird. Und dann stell deinen rechten Fuß am Boden ab. Nimm dir für einen Moment Zeit, deine Augen zu schließen. Für zwei Atemzüge. Spür einfach nach. Nimm den Unterschied in deinen Beinen wahr. Und genieße diese Momente, wo du einfach nichts tun musst. Was sein darfst. Und langsam öffne deine Augen wieder und verlagere dein Gewicht auf deinen rechten Fuß. Platziere deine linke Fußsohle an die gleiche Stelle, wo auch gerade deine rechte Fußsohle war. Und erinnere dich, es ist überhaupt nicht wichtig, wo der Fuß da ankommt. Schau, dass du eine Position findest, wo du dich wirklich wohlfühlen kannst, wo du einfach für einen Moment sein kannst, ohne irgendwas zu verändern, besser machen zu wollen oder zu korrigieren. Verbinde dich mit deinem Atem. Spann deinen Beckenboden leicht an und spür, wie dich dein Beckenboden hier bei der inneren Aufrichtung unterstützt. Und wenn du angekommen bist, dann streck deine Arme nochmal Richtung Decke aus. Spür, wie weit in deinem Brustkorb, in deinem Herzen entsteht. Spür, wie deine Schultern nach unten hinten sinken. Und nimm dich über deinen rechten Fuß tief verwurzelt mit der Erde war und gleichzeitig mit deinen Händen in Richtung Himmel weit und offen ist ein Baum. Und langsam bring deine Hände zurück zum Herzen. Zieh dein linkes Knie so ein Stück seitlich zu dir ran. Armboden ab. Schließ für zwei Atemzüge deine Augen und spür einfach nach.
öffne deine Augen wieder und bring deine Beine so mehr als hüftweit auseinander und drehe deine Zehen ein Stück nach außen. Bring deine Hände zu deinem Becken und beginne mit Beckenkreisen. Starte im Uhrzeigersinn mit der Einatmung, schieb dein Becken nach vorne. Und mit der Ausatmung schieb dein Becken zurück. Und du kannst hier gern wieder deine Augen schließen, um mehr nach innen zu spüren. Und die Übung genauso zu machen, wie sie sich für dich angenehm anfühlen. Große oder kleine Kreise, vielleicht magst du auch den Abstand von deinen Beinen nochmal verändern. Und schau wirklich, dass das Kreisen aus deinem Becken entsteht. Bring deine ganze Aufmerksamkeit in deinen Beckenraum. Und dann beginne nochmal in die andere Richtung zu kreisen. Vielleicht auch den Unterschied wahr. Fühlt sich eine Richtung freier an. Und ohne das zu bewerten, genieß einfach dich bei den Bewegungen. Spür deinen Körper. Und war wie dein Baby hier mit dir kreist, mit dir tanzt. Immer kleiner werden und noch kleiner. Dann langsam kommen zurück zur Mitte.